Hallo, heute melde ich mich mal mit einem kurzen Tipp für diejenigen, die sich mit UV-Epoxidharz noch nicht so gut auskennen. Damit könnt ihr euer Resin echt gut vorm Hartwerden schützen. Und zwar habe ich hier so eine Art Blackbox gemacht, die könnt ihr ganz leicht selber machen. Dazu nehmt ihr einfach einen Karton. Ich zeige euch gleich, welchen ich verwendet habe. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Karton verwenden. Ich sage euch jetzt aber trotzdem mal die Maße, weil ich finde, der passt richtig gut auf einen ganz normalen Tisch. Und zwar hat er eine Breite von 10 cm circa, eine Höhe von 14 und eine Länge von 20 cm. Ich habe die Ecken und Kanten nochmal mit Kreppband abgeklebt und den Karton schwarz angemalt, damit der wirklich richtig dicht ist innen. Und dann sollte da auch nichts mehr passieren. Hier zeige ich euch nochmal, wie ich die Box aufstelle. Ich stelle die Box meistens mit dem Rücken zur UV-Lampe auf, so dass ich links reingreifen kann und von dem UV-Licht auch wirklich nichts in die Box reinkommt. So, dann sage ich schon mal danke fürs Zuhören und Zusehen. Vielleicht sehen wir uns ja in meinem nächsten Video. Über ein Abo oder ein Like freue ich mich natürlich und tschüss.